ein Paket. Hallo Pink, markiert mein Revier. Wehe, mein Schatzi, ist mein pinkes Zeug hier weg. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen. Mein Name ist Katrin und wenn ihr euch fragt, was ich hier so treibe, naja, eigentlich so Unboxings meiner Boxen, die ich im Abo habe, alles rund um Make-up und Pflege, woran ich Spaß habe und wo ich immer hoffe, dass ihr auch dran Spaß habt. Aber heute gibt es, glaube ich, kein Make-up-Pflege-Gedönse, sondern es gibt ein riesen Futterpaket. Denn die liebe Juliane von Julianes Welt und so und ich haben gedacht, na, was mögen wir neben Make-up und Pflege noch so besonders? Na, eine Sache. Futter! Und wir dachten uns, wir tauschen einfach mal ein Futterpaket aus. Was dann kam? Leute, damit habe ich nicht gerechnet, denn es wird langsam schwer. Ich habe hier so einen ganz glitzekleinen Karton. Also ich weiß nicht, Juliane, Eskalation ist ein Ausdruck, ne? Ich weiß nicht, was sie sich gedacht hat. Ich weiß auch nicht, wie ich euch das zeigen soll, aber wirklich, ich habe so einen ganz kleinen, ganz leichten Karton hier stehen und sie hat mich schon ausgelacht, weil sie gesagt hat, Katrin, dann seh mal zu, wie du jetzt dein Thumbnail machst. Juliane, ich versuch's. Wir widmen uns mal, meine kleine Augenbrauenschere dagegen, ne? Diesem Monster. Okay, Leute, wie Sie sehen, sehen Sie noch nichts. Ich habe ein bisschen Polsterung. Ich habe noch ganz viel anderes Polsterung. Nee, ich habe es erwischt. Ein Waterdrop. Oh, ich glaube, das ist die Sorte, die sie so gerne mochte. Ich habe den Namen vergessen. Hibiskus oder was war das, Juliane? Einmal ein Mini-Waterdrop und eine Karte. Und sie hat schon gesagt, Katrin, wehe, du lässt das oben in deinem Schminkzimmer stehen. Weil das ist Dachgeschoss und da ist echt Hitze drin. Also da muss ich immer aufpassen, nicht, dass mir hier was wegschmilzt. Ah! Ich bin happy. Ja, wie zeige ich euch das denn? Die Karte ist schon mal sehr praktisch, um mir ein bisschen frische Luft zuzuwedeln. Wie gesagt, bis jetzt habe ich nur einen Waterdrop erbeutet und eine Karte mal. Und die Karte würde ich sagen, fangen wir mal an. Hey meine Süße, endlich mal ein richtiges Tauschpaket. Jawohl, die Glossybox bitte zum Schluss aufmachen. Drück dich, Juliane. Also da ist auch eine Glossybox drin und sie war so süß, sagt Katrin, diesmal wenigstens verpacke ich es nicht, was mich sehr gefreut hat, denn das ist manchmal echt, ich habe das glaube ich schon mal erwähnt, ich hasse es einzupacken und sie auch und deswegen haben wir da diesmal drauf verzichtet. Okay, die Glossybox, die sie meint, ist einmal diese und die darf ich halt noch nicht öffnen. Ich bin gespannt, was wir da drin haben wieder, denn das ist echt so eine süße und verrückte Nudel. Ich mag sie so, so gerne und was die süße Maus mir schon influenced hat, ich sag's euch, Leute. Als erstes habe ich die immer rausgezoppelt für uns. Hot Chili Taste. Tortilla Chips, ich liebe Chips, ja, und sie weiß das auch. Und sie haben auch, glaube ich, alle überlebt, und zwar in Hot Chili. Und sie mag keine scharfen Sachen. Ich esse sehr gerne scharf. Und die sind von der Marke Henderson & Sons. Kenne ich überhaupt nicht und bin gespannt drauf, ob die lecker sein werden. Werde ich sehr gerne wegmampfen. Genauso wie diese, die sehen ja auch mega aus, von Pathos. Die Marke sagt mir auch nichts. Also ich kenne hier die überhaupt nicht. Und zwar sind das mit Käse-Flavor welche. Freue ich mich drauf, wie diese Buckles oder wie die heißen, ne? Also richtig cool und startet schon mal mega. Dann habe ich hier noch ein paar Sachen rausgefischt. Und zwar von Milford, kühl und
lecker, ein Eistee Pfirsich, die sind cool. Die könnt ihr mit kaltem Wasser einfach aufgießen und ich liebe Eistee. Ich mag sowas sehr gerne, freue ich mich drüber. Ich weiß nicht, wie viele da noch zum Vorschein kommen. Wie gesagt, jetzt erstmal zwei habe ich erbeutet und dann hat sie mir noch reingepackt, Duplo Kokos. Und da habe ich mich letztens bei Antje schon so gefreut, denn ich wusste nicht, dass es die gibt. Und Leute, was soll ich euch sagen? Ich hatte die unten hingelegt in die Küche und wisst ihr, wie viele ich nur abbekommen habe? Zwei. Den Rest hat Schatzi verputzt und ich muss da so aufpassen, dass ich da auch immer was von abbekomme, weil das ist so ein kleines Leckermäulchen, ne? Also die Chips werde ich auf jeden Fall abkriegen, weil die isst er nicht gerne. Aber bei Duplo ist gefährlich. Was ist das eigentlich? Ich kann nicht mehr, Leute. Oh, hätte ich die gesehen, die hätte ich auch sofort gekauft. Wir haben hier, seht ihr das? So kleine Muffins, Pink Marshmallow Cupcakes. Das sind kleine Marshmallows drauf und hier mit diesem pinken Zuckerguss. Die sind richtig cool, sehen die aus. Wahrscheinlich mit Vanille, bin ich sehr gespannt drauf. 4 Stück von Dan Cake. Noch nie gesehen. Richtig cool, freue ich mich auch drauf. Wir haben gesagt, wir kaufen einfach, was uns selber interessiert oder wo wir kennen, wo dir schmecken könnte. Und ne, in diesem Prinzip gehen wir einfach shoppen. Dann sind hier noch so coole Sachen drin. Weitere Duplos habe ich entdeckt. Dann habe ich von Krüger einmal einen, was bist du, Cool Drink Typ Sommerlimo mit Mango- und Zitronengrasgeschmack. Sehr cool. Diese Krüger-Dinger kenne ich auch, aber den kenne ich noch nicht. Die mag ich auch super gerne. Und dann, nein, Typ Glycerista-Limo. Wassermelone-Erdbeergeschmack. Wie cool ist das? Also da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und Wassermelone und Erdbeer und Glycerista. Oh mein Gott, wie cool ist das? Einmal den da. Dann, oh nein! Oh mein Gott! Ich wusste nicht, wo gibt es das? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist wie für mich gemacht. Schokoladen. Salted Brezel Peanut Butter. Oh mein Gott, die habe ich auch noch nicht gesehen. Und das ist wohl mit, oh Gott, das ist ja eine Kombination, die liebe ich ja. Schoki, Brezel und dann noch Erdnussbutter dabei. Leute, die muss ich jetzt einmal testen. Oh Gott. Leute, die, also wenn ihr auf sowas steht, ich hoffe, ich habe keine Schoki jetzt zwischen den Zähnen. Oh mein Gott, die sind so gut. Und die gibt es noch in anderen Sorten, sehe ich hier gerade. Schoko-Cookies, Vanille gibt es noch und Nougat-Karamell, Haselnuss. Aber das hier ist ein Geschmackserlebnis, eine Geschmacksexplosion. Ich könnte die gerade am Stück wegmampfen, aber das nächste, was ich hier rausgezoppelt habe, was bist du? Seelenwärmer steht drauf. Und zwar, ach, ein Pudding, ein Familiencreme-Pudding. 4 Portionen Familiengenuss. Und zwar mit Grieß. Oh, ich liebe Grießbrei und sowas so gerne. Und sowas ist, wird bei mir auch nicht schlecht. Das mag auch Schatzi gerne und sehr cool. Seelenwärmer, wie süß auch, ne? Also richtig toll. Gab es bei uns früher auch immer, wenn es kalt war und so, dann so einen leckeren warmen Pudding. Dann habe ich hier noch was mit rausgezoppelt. Das kenne ich. Und das kenne ich auch nur von der lieben Juliane. Sei dazu gesagt. Und zwar diese, jetzt ist mir der Name Gummibärchen nicht eingefallen. Diese veganen Gummibärchen von Not Guilty, Sweet Revolution. Kiss Me Softly. Und das ist mit Raspberry, Grapefruit und die sind
super, super lecker. Sind bio, sind vegan und wirklich, die gibt es bei Rossmann. Gönnt euch die. Die sind so klasse. Und die gibt es auch noch in einer anderen Variante, die auch super lecker schmeckt. Und ja, Julianchen, darauf hast du mich schon angefixt. Die kaufe ich mir auch immer wieder nach. Und ich habe noch zwei Packungen da hinten liegen. Also tausend Dank dafür. Dann habe ich noch was entdeckt. Was ist das? Guckt euch das mal an. Ich habe keine Ahnung von, ich glaube, das ist irgendwas Türkisches. Ein kleiner Kuchen mit Schoko und Himbeeren, glaube ich. Also hier so in so einem kleinen Förmchen zum Löffeln muss der wohl sein. Ein Soufflé. Sollt ihr im Backofen machen. Bei 180 Grad 8 bis 10 Minuten wohl. Wie cool ist das denn? Da freue ich mich drauf. Werde ich gerne testen und probieren. Und was für coole Dinge. Also, kenne ich nicht, freue ich mich mega drüber. Bin so richtig im Futterparadies, ne? Das ist doch sowas Cooles. Guckt mal. Eine Schoki. Und zwar mit Pistazien. Es gibt so leckere Sachen auf der Welt, Leute, ist das so. Und hier so eine kleine Tafel von Ilka ist die mit, wie gesagt, eine Schoki mit Pistazien drin. Und die werde ich ja auch suchten. Und die ist so brav gekühlt gestanden alles. Nicht mit mir schimpfen. So, das nächste, was ich schon betrachte und mir denke, was bist du? Wir haben hier was richtig Cooles auch. Und zwar sind das Kokosbällchen, also so ein Kokosgebäck aus Kokosraspeln. Ich bin gespannt, wie die sind und sehr cool auch. Ich glaube, sie war auch in einem extra Laden einkaufen und sie weiß ja auch, da merkt man wieder, dass sie mich halt auch kennt, weil sie weiß auch, was ich gerne esse und Kokos ist ja so ein Ding bei mir und auch Pistazien und Erdnussbutter und Brezeln und freue ich mich auch mega drüber, die auszutesten, weil die habe ich auch bei uns noch nirgends gesehen. Noch nirgends. Leute, ich muss so, so lachen. Denn da sind echt Sachen drin. Okay, ich bin nicht gerade so ausgefallen gewesen und ich habe hier halt auch ein paar Sachen reingepackt, die ich super gerne mag. Und anscheinend mag sie die auch sehr gerne. Ich habe jetzt zwar eine andere Marke reingelegt, aber was bei mir halt auch nie fehlen darf, sind Sonnenblumenkerne. Und sie hat draufgeschrieben, beste beim TV gucken. Falls du nicht weißt, wie es geht, sag Bescheid. Und sie hat mir die gerösteten und ungesalzenen Variante gekauft von Pina. Also die Marke kenne ich nicht. Und hey, wirklich, ja, Sonnenblumenkerne muss wirklich, ich liebe die. Ich muss gerade echt ein bisschen schmunzeln, dass wir da schon wieder so gleich sind. So, ich gehe wieder weiter entdecken. Ich reiße hier gleich alles ab. Jetzt habe ich was rausgenommen. Das ist, was ist es? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit Schoki. Und irgendwas mit Erdbeere. Und zwar einmal hier so vier Dinger von Ölka. Kokomel heißen die Dinger. Das sind so Marshmallow-Teile mit Erdbeeren drin. Sehr cool, habe ich noch nie in der Art oder von der Marke gegessen. Bin ich gespannt drauf, wie die sind, denn ich mag sowas auch gerne. Haben die auch einen Keks unten? Ich glaube, die haben auch so einen kleinen Keks unten und auch das mega cool und in Pink einfach. Wie sie einfach so komplett eskaliert ist. Okay, das nächste, was ich rausgezogen habe, kenne ich. Toffifee. Toffifee gehen immer, immer. Ich liebe diese Teile. Sehr cool. Dankeschön. Und ich habe euch ja gerade eben noch von den anderen erzählt, die es im Rossmann zu kaufen gibt. Das ist einmal die Sorte. Und zwar mit Litschi und Limette. Auch mega lecker. Und auch da tausend Dank, meine Süß. Weil ihr müsstet das eigentlich sehen. Ich greife immer einfach in diese Kiste rein und ziehe irgendwas nach oben. Und ey, das ist der Wahnsinn. Reese's hat sie mir eingepackt. Die liebe ich ja auch. So lecker.
Und dann geht die Entdeckungsreise hier wieder los. Ich habe hier drei faszinierende Sachen wieder in meiner Hand. Wir widmen uns dem ersten. Und zwar haben wir hier was. Und das ist wohl weiße Schokolade mit Nougat und Mandel und Honig. Oh mein Gott! Was ist denn das schon wieder? Also sehr cool. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich würde euch am liebsten einen vorfuttern, aber die Süße hat hier so viel reingepackt. Also dann werden wir nie fertig. Das ist wieder eine komplette Eskalation. So, wir gehen über zu dem nächsten. Und was das Dinger sind, ne? Das ist wohl irgendein Keks, der aber auch eine Kakaocreme-Füllung hat. Sehr cool, so Duo mit weißer Schokolade wohl auch, also super spannend, bin ich auch mega gespannt drauf. Ich würde sagen, wir knabbern da einfach mal ein. Ah, das ist hier so ein Gebäck, ne? Und wenn wir den auf... Oh mein Gott, es krümelt erstmal alles. Habt ihr so richtig hier dieses... Hokelgrün. Auch mega, mega lecker wieder, ne? So. Leute, da ist so viel drin. So viel habe ich gar nicht. Was ist das? Von Nestle. Prinzessa. Wie hübsch sieht es erstens aus? Und ich weiß, warum du es gekauft hast, Juliane. Guckt euch das mal an. Es ist pink. Es ist Milkshake Edition. Noch nie gesehen. Laufe ich an den ganzen Sachen immer vorbei oder wo hast du das denn jetzt schon wieder her? Hier von Nestle, wie gesagt, so ein Keksriegel und dann in einer Milchshake-Variation. Ich weiß nicht, ob da nur einer drin ist oder ob es da mehrere gibt. Ich glaube, es ist nur einer. Sehr cool, sehr spannend und hallo Pink. Markiert mein Revier. Wehe, mein Schatzi, ist mein pinkes Zeug hier weg. Ein weiteres Duplo wurde erbeutet. Und dann habe ich hier so kleine Sticks, sind das wohl, von Ilka auch. Also du kaufst viel Ilka. Das ist irgendeine türkische Marke, 100%. Und zwar sind das so kleine Waffelröllchen mit dunkler Schokolade, aber sehr cool. Also so Waffelröllchen kenne ich ja, aber... Mit dunkler Schokolade habe ich die noch nicht gesehen. Nicht, dass ich wüsste. Also sehr cool, sehr spannend und eine ganze Packung voll. Sehr geil. Dann gibt es hier, oh Leute, Schoketten mit Lotus hier mit diesen Karamellkeksstückchen drin. In diesem Geschmack. Oh mein Gott. Da gibt es auch so eine Creme für aufs Brot. Die ist auch so lecker und ich liebe diese Karamellkekse einfach. Und es gibt Schoketten mit diesem Lotus, also mit diesem Keks, wusste ich gar nicht. Super cool. Oh, ich meine, die riechen schon hier raus, ne? Oh mein Gott, da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Das nächste, was kommt, ist auch wieder so cool und habe ich auch nicht gesehen. Ich verpasse irgendwie alles. Ich wusste noch nicht mal, dass es Duplo Kokosnuss gibt. Und es gibt KitKat Zebra. Wie cool. Dunkle und weiße Schokolade. Sehr cool, wie die Verpackung auch aussieht. Da ist man ja komplettes Verpackungsopfer. So, als nächstes. Ach, da hat sie was drauf geschrieben. Soll gut sein. Trinke ja selber keinen Kaffee. Ja, sie trinkt keinen Kaffee. Ich suchte Kaffee. Oh, ein richtiger türkischer Kaffee. Oh mein Gott. Ich liebe es. Ich trinke so gerne so richtig leckeren türkischen Kaffee und ich habe aber selber keinen, ja? Also ich kriege das immer nur hingestellt und ich liebe es. Und ich bin so ein kleiner Kaffeetrinker und sie weiß das auch und deswegen freue ich mich darüber mega gerade, weil da hat sie natürlich mehr Ahnung von, ne? Und bin gespannt, den zu testen. Nächste Beutetour hat mir einen etwas zerquetschten Reezy Cup wieder hier rausgebracht. Dann ist hier nochmal so ein Cooltrink drin in Sommerlimo.
Und dann irgendwas Verpacktes noch. Dann habe ich hier, Greasy's Rounds. Die kenne ich nicht. Auch natürlich mit Erdnussbutter. Und zwar ist das ein Biskuit wohl, was mit Schoko nochmal überzogen ist. Und innen drin dann nochmal diese Erdnussbutter. Auch super spannend. Werde ich auch liebend gerne testen. Sind 6 Stück drin. Ein 6er-Pack, ja. Werde berichten, freue ich mich auch drüber, denn sowas mag ich ja. Und dann haben wir hier noch was mega spannendes. Ich gucke, ich starre diese Sachen an und ich bin so fasziniert, weil ich erstmal selber entdecken muss, was hat sie mir hier reingemacht, ne? Wir haben hier nochmal auch einen Keks, glaube ich. Kokos erkenne ich und er sieht einfach so aus von der Marke Coplana. Da kann ich wieder nichts lesen. Auf jeden Fall habe ich keine Allergien oder sonst irgendwas. Ich futter alles. Ich bin da sehr unkompliziert drin. Und auch da freue ich mich drauf, das zu entdecken. Dann das Nächste, was hier so eingepackt ist, ist nochmal eingepackt. Das ist anscheinend. Du hörst echt meine Gedanken, ne? Schätzelein. Und zwar, ja, es gibt diese Karamellkekse auch als Brotaufstrich. Und sie hat mir den einfach reingepackt. Und zwar in der Crunchy-Variante mit den Stückchen drin. Den gibt es auch in cremig, ja? Also wer keine Stückchen mag, den gibt es auch in cremig. Ich weiß noch, wir hatten da auch drüber geschrieben, wo ich gesagt habe, den kenne ich mal und der ist mega lecker. Und ja, jetzt hat sie mir ihn einfach hier reingepackt und Leute, der ist echt mega, mega lecker. Super cool. Ich dachte nur gerade, was ist das denn? Reiß mich auf. Okay, auf der anderen Seite haben wir das Produkt und zwar ist das von Jacobs, so ein 3-in-1 Kaffee. Die Dinger sind so cool, die kann man auch immer mal gebrauchen, wenn es schnell gehen soll oder... Ne, wenn Katrin wieder vergessen hat, Kaffeebohnen zu kaufen, ist sowas sehr praktisch und ich mag diese 3-in-1 auch, weil ich trinke meinen Kaffee sowieso immer mit Milch und Zucker und die sind sehr, sehr lecker. Also tausend Dank auch dafür. Das ist nicht wahr, ne? Mama! Das erkenne ich jetzt erst, was es ist. Guckt mal, ich habe nur schnell rausgenommen und das ist eine Tüte halt, ne? Jetzt gucke ich gerade runter und Pro-Topping. Oh Leute, Leute, das ist so lecker. Das hat sie mir schon mal in das eine Rache-Tauschpaket. Ich weiß nicht mehr, was wir uns mittlerweile für Pakete schicken. Ich sag's euch. Auf jeden Fall war das da drin und das ist so gut. Ich habe dieses Brot-Topping so gesuchtet. Also es ist schon leer. Ich liebe das. Es schmeckt fantastisch über einen Frischkäse, gerade einfach Brot mit ein bisschen Butter oder Margarine und das drüber gespreut. Das schmeckt so lecker und jetzt habe ich hier einfach noch eine riesen Packung, also so eine Nachfüllpackung und ich habe schon gesagt, ich muss mir das unbedingt nachkaufen, weil das so lecker ist und 100 Gramm, da habe ich echt eine Zeit lang dran. Oder auch nicht, weil ich es echt suchte. Ich habe fast täglich immer ein Brot damit gegessen. Tausend, tausend Dank, mein Schatz. Dann habe ich hier noch so eine kleine Dose liegen. Ich habe keine Ahnung, Leute. Sie hat mir aber ein Zettelchen drauf geschrieben. Schmeckt auf Brot voll lecker. Aber ich habe halt keine Ahnung, was es ist. Sütüm Gürkaimak. Kaimak, ich habe keine Ahnung. Kaimak Sahne, Wärme behandelt. Ich glaube, ist das was Süßes? Also ich werde mich nochmal bei ihr informieren, aber sie schreibt mir ja so lieb, schmeckt auf Brot voll lecker. Also werde ich gerne testen und cool, sehr faszinierend. Ich würde es am liebsten gerade alles testen, aufmachen und probieren, ey. Okay, dann kam hier
mit nochmal so ein kleiner Kuchen. Das ist dann mit Schokolade drin, glaube ich. Der ist so schön lila. Der ist wunderschön. Ich glaube, es ist Schokolade. Ich bin mir nicht sicher. Das wird voll die Geschmacksentdeckungsreise. Ja, Schokoladensoße. Ich habe es gefunden. Also auch so ein kleiner Kakaokuchen mit Schokoladensoße drin. Dann habe ich nochmal eine Glitzer-Star-Limo gefunden. Dann etwas. Oh mein Gott, Schatz. Ja, ich liebe sie. Sie hat draufgeschrieben, hoffe, du magst Oliven. Ich liebe die. Schatzi, ich auch. Und zwar die schwarzen. Ich weiß nicht, ich liebe schwarze Oliven. Und oh mein Gott, die sehen richtig lecker aus. Und bin ich auch super, super gespannt. Sind wohl auch aus diesem türkischen Laden, so wie das aussieht, ne? Getrocknete, natürliche, schwarze Oliven und... Ach, Schatz, ich glaube, wir haben in manchen Dingen schon denselben Geschmack, du. Nicht in allen, ne? Also, wie gesagt, ich esse gern scharf, ich esse gern hier Erdnussbutter und sowas. Da ist sie, glaube ich, auch nicht so der vollen Form. Also, ich erkenne so ein paar Ähnlichkeiten. Dann kommt hier als nächstes... Eine Prinzessin für den Mann. Denn das ist auch so ein Riegel mit Zebra. Also schwarze Waffel, so Kakaowaffel wird das sein und einer weißen wahrscheinlich Vanillefüllung. Sehr cool. Die kriegt dann Schatzi und ich darf die andere und wir können ja gegenseitig ein bisschen testen. Und wie cool ist das? Dann gibt es hier einen... Proteinriegel ist das, glaube ich, bester Riegel ever. Testen. Testen mit Ausrufezeichen. Und das ist mit Haselnuss und Nougat-Geschmack. Sehr spannend. Sie schreibt extra drauf, testen. Also Leute, müsst ihr nochmal kurz durch, wenn ich mich hier vollmampfe. Es tut mir leid. Ich bin auch immer so neidisch, wenn ich andere Videos gucke. Und die sind so lecker immer am Mampfen und ich sitze dann vorm Fernseher. Ich möchte auch probieren. Aber hier, ich weiß nicht, wie ist die Marke? Designer Bar. GN. Keine Ahnung, so sieht er halt aus. Ne? Wir testen. Juliane, wir testen. Oh mein Gott. Der schmeckt so lecker. Der ist, also man schmeckt, dass es ein Proteinriegel ist, aber der hat mich im ersten Reinbeißen auch an einen meiner Lieblingsriegel erinnert. Und ich liebe diesen wunderbar. Dieser mit der Erdnussbutter. Ich liebe den. Das ist so ein absolutes Genießerding bei mir. Da hat er mich definitiv dran erinnert. Und mega gut. Der beste? Weiß ich nicht. Also ich bleibe wahrscheinlich bei meinem wunderbar, aber der kommt nah ran. Auch mit Haselnuss und Nougat, ne? Also ich bin ja, wie gesagt, Team Erdnussbutter immer und aber super, super lecker. Okay, ich komme von der nächsten Entdeckungsreise und zwar, das ist aber jetzt nichts zu essen, Julianchen. Wo kommt das her? Das ist eine kleine Handcreme von Isana. Ach, wie süß, das kann man hier noch abmachen. Und zwar ist das It's Your Lucky Day. Wie schön. Die sieht ja so putzig aus, auch hier so zum Aufhängen, ne? Ich habe die schon mal öfter gesehen gehabt. Ich weiß nicht, ob das die war oder so andere, aber auf jeden Fall auch mit diesem zum Aufhängen finde ich super cool. Mit Duft nach Cassis und Glücksklee. Und was ich aber nicht wusste ist, dass man dieses Teil ja einfach wieder verwenden kann. Das gefällt mir richtig gut und Handcreme ist ja so ein Ding, geht bei mir auch definitiv immer und wie lieb einfach, ne? Tausend Dank, mein Engelchen. Auch wenn es nichts zu essen ist, ist das natürlich was richtig Cooles, was ich gerade wieder versuche, zurückzustopfen. Also Dankeschön, mein Schatz. Voll lieb. Und das hier ist echt so ein Lucky Day gerade für mich. Sag ich euch. Hier haben wir... Moment. Vielleicht kommt mir bekannt vor. Synergy. Eis, Tee, Pfirsich. Mit Koffein und Guarana. Vitamin C und Carnitin.
ohne Zucker und vegan. Ich glaube, das ist so Pfirsich-Eistee und sie hat irgendwo bestellt. Wo war das denn? Ich weiß es nicht mehr. Instagram weiß alles, weil sie zeigt das auch immer. Und der soll so mega, mega, mega lecker sein. Und da hat sie mir natürlich jetzt auch eine Dose reingepackt und ich habe ein bisschen Angst. Also Julianchen steckt mich immer schnell mit irgendwas an und dazu wird das hier wahrscheinlich auch gehören. Aber tausend Dank, ich werde natürlich testen und danach wahrscheinlich auch süchtig sein. Und dann kommt hier noch etwas, das ist aber nicht zum Trinken. Das ist für Salat. Mega mit Salz und Olivenöl. Aha, aha, mhm. Das ist eine Würzsoße mit Granatapfelsaft. Okay, habe ich, kenne ich nicht, kenne ich überhaupt nicht. Natürlich kenne ich sowas nicht. Also da bin ich auch raus in dem Moment. Bin ich gespannt mit Salat und dann das zu testen. Sehr cool. Ich danke dir, Süße. Dann habe ich hier noch was gut Verpacktes. Das könnte wieder ein Glas sein. Das ist ein Glas. Ich lache mich kaputt, wenn wir hier jetzt nochmal irgendwas haben, was gleich ist. Aber nein. Oh mein Gott! Leute, das ist Marmelade. Wie hübsch ist das? Leute, ich glaube, wir haben eine Rosenmarmelade, wenn ich das richtig sehe. Das ist ein Rosenblätterfruchtaufstrich. Oh mein Gott, kann man? Ich wusste nicht, dass es das gibt. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Ihr seht so richtig hier diese Rosenblätter drin. Wie cool ist das denn? Und ich liebe Rose und ich weiß aber nicht, wie Rose jetzt schmecken soll. Also, da bin ich sehr gespannt drauf. Hat sie auch sonst nichts dazu geschrieben? Würde mich mega interessieren. Sie kennt das wahrscheinlich. Ach, so schön hier. Ja, also da sind ja auch wieder Verpackungsopfer, richtig. Sehr cool, sehr spannend und auch das mit Freude. Schätzelein, Schätzelein. Und jetzt hat sie uns ja einfach noch eine, also mir, so eine Klossi-Box reingepackt, die ich ja nicht vorher aufmachen durfte, wo ich natürlich jetzt wieder vor Spannung sterbe und super gespannt bin, was sie mir hier denn jetzt schon wieder reingepackt hat. Oh nein, du süße Maus. Deswegen durfte ich nicht zu Action. Oh mein Gott. Sie hat mir noch eine kleine Beautybox reingepackt, die Süße. Du bist so ein Schatz. Dankeschön. Das hier ist schon, das ist der Wahnsinn. Ich brauche nie wieder Süßigkeiten einkaufen gehen, mein Schatz. Und jetzt hat sie mir echt, ich habe das ja gesehen. Bei uns war die ganze Zeit Action geschlossen. Wir konnten nicht dahin. Jetzt war wieder offen. Sie hat gesagt, Katrin, nein, du hast noch Actionverbot. Pack erstmal dein Paket aus. Gar nicht dran gedacht. Ich dachte, das wären jetzt irgendwelche Essenssachen aus dem Action. Aber sie hat mir hier noch so eine Bubble-Maske reingepackt. Also so eine Maske zum Anmixen in Wassermelone. Natürlich Wassermelone, denn die Süße liebt Wassermelone. Dann einmal, ach Gott, ist das, ich sterbe ja, wie süß das ist. Und zwar Badesalz. Hier mit dieser, wie heißt sie denn? Hier von Aristocats, die süße Kleine. Einmal Badesalz. Ich habe keine Ahnung, schnupper nichts durch. Dann, ach Gott, ein Shower Scrub. Natürlich in Wassermelone. Oh, hast du schon geschnuffelt? Oh mein Gott. Das riecht nach purer Wassermelone. Richtig gut, bin ich gespannt drauf. Und da freue ich mich besonders drüber. Denn sie hat mir auch die Wassermelonen Body Cream gekauft. Und oh Gott. Oh, da muss ich natürlich jetzt mal schnuppern. Oh, die riecht aber auch gut. Ich hole mir hier mal einfach weiß so ein Plexi raus. Mmh. Oh, die riecht so lecker nach purer Wassermelone. Auch nicht zu künstlich. Also sehr lecker. Sehr cool. Ein bisschen klebrig. Aber ich
denke mal, das wird noch einziehen. Sehr cool, sehr spannend. Ein richtig süßes Wassermelonenpaket. Oh mein Gott. Also einmal hat sie mir hier, bin so weg, einfach noch so eine kleine Probe reingelegt von Garnier Bio Rosy Glow 3 in 1. Dann hier Cure in Shampoo, sowas Kleines für trockenes Haar von L'Oreal, Öl Magique. Und was ich ja so zauberhaft finde, ist hier so ein kleines Lesezeichen. Das ist so hübsch. Es steht Ellie drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist wunderschön. Oh mein Gott, ich bin ja eigentlich so eine kleine Leseratte. Ich kam schon viel zu lange nicht zum Lesen und das ist richtig hübsch. Super schön. Also wirklich, das wäre, ich brauche da nichts mehr sagen, das wäre nicht nötig gewesen, ne? Julianchen halt. Also Eskalation ist der ihr Gebiet mittlerweile. Ich bin da so ein Noob drin und ich bin komplett baff. Ne? Also, das hier ist so viel Essen. Ich sitze hier echt in Essen. Ich werd wahnsinnig. Ich freue mich, alles drauf zu testen. Und ich muss euch sagen, also ich habe ja ein paar coole Sachen gefunden. Ne? Aber so viel, bei weitem nicht. Bei weitem nicht. Aber ich war auch ein bisschen stöbern in einem Laden, den ich sehr gerne mag, der ein bisschen spezielle Sachen hat und wie gesagt, ein paar Sachen muss ich echt schmunzeln, weil wir da anscheinend gleich ticken und ja, so viel zu dem Eskalationsfutterpaket. Das ist echt eine komplette Eskalation und ich bin mega happy. Julianchen, danke dir. Oh mein Gott, ich werde jetzt auch, glaube ich, so ziemlich alles einmal probieren. Und Leute, ich hoffe, ihr hattet trotz meinem kleinen Chaos Spaß an dem Video mit mir, mit der Eskalations-Juliane. Und wünsche euch einfach von Herzen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.